Hey Freunde, heute gibt's mal ein bisschen Sexualkunde für euch. Fakten über die Vagina. Oh yeah. Nummer 9. Die Muskeln einer Vagina können trainiert werden. Wenn man sehr lange trainiert, schafft man sogar das, was Tatjana Kotschewnikowin geschafft hat. Sie hob 2009 eine 16,5 Kilogramm schwere Glaskugel mit ihrer Vagina hoch und stellte damit einen Weltrekord auf. Nummer 8. Die meisten Vaginas sind zwischen 6 und 13 cm lang. Und Nummer 7. Der gleiche Stoff, der zur Lubrikation, also dem Feuchtwerden der Scheide beiträgt, befindet sich auch in der Leber von Haifischen. Er heißt Squalen. Nummer 6. Wenn sich die Muskeln der Vagina beim Sex verkrampfen, kann es unter Umständen passieren, dass der Penis in ihr stecken bleibt. Also wie im Leben, so auch bei den Genitalien, immer schön locker bleiben, Freunde. Nummer 5. Vaginas sind sehr dehnbar. Da später mal ein Babykopf mit durchschnittlich 36 cm Umfang durchpassen sollte, kann man sich vorstellen, dass Vaginas um ein Vielfaches ihrer normalen Größe gedehnt werden können. Und die Nummer 4. Beliebte Schönheitsoperationen an der Vagina sind zum Beispiel die Verengung der Vagina oder auch das Einfärben der Schamlippen. Eine regenbogenfarbene Vagina sieht bestimmt hinreißend aus. Und die Nummer 3. Der G-Punkt. Er befindet sich an der vorderen Vaginalwand und kann Frauen bei Erregung extrem schnell zum Orgasmus bringen. Allerdings deuten einige wissenschaftliche Ergebnisse darauf hin, dass nicht alle Frauen einen G-Punkt haben. Wer ihn schon gefunden hat, der kann sich also glücklich schätzen. Nummer 2. Wenn eine Frau erregt ist, steigert das die Blutzufuhr in die Vagina. So schwillt sie samt Schamlippen und Klitoris an. So unterschiedlich scheinen ja Frauen und Männer doch nicht zu sein. Zumindest biologisch. Und die Nummer 1. Vagina. Woher kommt eigentlich dieser Name? Er kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich Scheide und ist tatsächlich im Sinne einer Schwert- bzw. Messerscheide gemeint. Im übertragenen Sinne führt der Mann also beim Geschlechtsverkehr seine Klinge, den Penis, in die Scheide, also die Vagina. In diesem Sinne wünsche ich euch einen feuchtfröhlichen Tag, Freunde. Hier geht's noch zu einem anderen Video. Viel Spaß!